wir haben hier gleich unseren ökumenischen BVB-Gottesdienst zur Saisoneröffnung 2016-2017. Uns erwartet Hans Leyendecker als Gastprediger und natürlich noch weitere Highlights, wie zum Beispiel das Vereinslied, das mit der Orgel angespielt wird, und das You Never Walk Alone von Matthias Kascher-Gartner. Grund ist einfach: Aus dieser Gemeinde, aus der Dreifaltigkeitsgemeinde, ging am 19.12.1909 aus der damaligen Jünglingsmodalität der heutige Ballspielverein Borussia hervor. Und daran erinnern wir uns, das feiern wir in einem Gottesdienst und wünschen der Mannschaft alles Gute und Gottes Segen und übergeben dabei auch die Jubiläumsfahne. Ich freue mich gleich auf den Gottesdienst mit ganz vielen BVB-Fans, mit Schals und Trikots. Und es wird, glaube ich, ganz spannend. Es ist schön, hier zu sein, und es ist schön, dass Sie gekommen sind. Fast alle sind in Schwarz und Gelb gekommen. Blaue sehe ich nicht, rote auch nicht. Wir sind also unter uns. Anfänge bewegen uns immer. Wenn wir Kinder bekommen, Enkelkinder oder Urenkel, ist das immer ein ganz besonderes Ereignis. Den Zauber aller Anfänge hat eine junge Frau mal so formuliert, als sie ein Baby sah: Es hat so schöne, unabgelaufene Füße. Diesen Gottesdienst gibt es jetzt seit 2008. Seit dem 19.12.2008, dem Geburtstagsgottesdienst. Darauf folgte dann der Saisoneröffnungsgottesdienst. Also zwei Gottesdienste gibt es im Jahr auf jeden Fall. Ein dritter kommt hinzu, wenn Borussia Dortmund ein Finale erreicht, der sogenannte Finalgottesdienst. Have you